Hallo Stefan. Grüß dich, Eva, wieder einmal. Nochmal. 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 Es gibt einen neuen Film mit dem Titel Marie Curie. Elemente des Lebens. Elemente des Lebens. Und das ist nicht der Film von Marie Nölle, oder wie heißt sie? Ja. Von auch vor Marie, 4 Jahren. Marie Curie, aber von 2016. Ja, ja, ja. Na gut, bei so einem Titel Marie Curie könnte man meinen, und vielleicht nicht zu Unrecht, das ist eine Filmbiografie. Ja, ja, ja. Weil im Prinzip fängt der Film so an, dass die Marie Curie kurz vorm auf dem Weg im Krankenhaus schon im fortgeschrittenen Alter ist. Und genau, fängt praktisch, und dann, praktisch eine gibt Schlaufe, es fängt hinten. Rückblenden, ja. Rückblenden, Rückblenden, ja. 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 Aber der Film ist doch ganz, ganz anders als ja. eine Filmbiografie. Und worauf führst du das zurück? Er ist ja von Marjane Satrapi, die schon Voices gemacht hat, wie heißt das, Persepolis, ja. Huhn mit Pflaume. Genau, Huhn ja. mit Pflaume. Mhm. Ja, ja, weil der Film enthält auch Szenen, die dann weit, weit voraus sind als die eigentliche Handlung sozusagen. Also zum Beispiel da, wo es um die Folgen dieser Forschungen geht. Ja. Oder? Da gibt es sehr, sehr eindringliche Szenen, die Atombombe in Japan 1945. Genau, dann bis Tschernobyl geht es. Tschernobyl. In Nevada, die Atomversuche. Ja, die Atomversuche ja. in Nevada. Also ja. auch stilistisch ganz ja. anders ja. inszeniert von der Regisseurin. Genau. Ja. Und ja. Aber trotzdem ist es größtenteils doch eine Biografie. Ja, ich habe mich aber am Anfang schwer getan. Und jetzt mhm. ist mir gerade vorhin aufgefallen, dieser Titel Elemente des Lebens. Ich habe den Film dann nochmal und ich glaube sogar noch ein drittes Mal geschaut und ich habe ihn jedes Mal mehr gemocht. Aha. Und ist mir jedes Mal mehr auffallen. Und ich glaube, das liegt an Ihrem Prinzip, so waren ja auch Ihre früheren Filme schon. Mir kommt das vor wie so, sagen wir mal, ein persischer Teppich mit Millionen von Knoten mhm. und auf dem lauter kleine Quadrate sind, die Elemente dieses Lebens zeigen. Aber statt dass es ein stehendes Bild ist, sind es halt Videos. Sehr und das schön. Ist ein bisschen zu uns einfach so aufsaugen, schwierig. Man möchte gerne länger zuschauen. Es ist ja alles fast protokollarisch, sind signifikante Szenen aus mhm. diesem Leben aneinandergereiht. Irrsinnig perfekt gearbeitet mhm. auch. Und da kommen eben auch die Wirkungen dieser Forschungen zutage. Es kommen Szenen vor, das ist alles gleichwertig, wie sie die Köpfe, die Größe ihrer beiden Mädels misst oder wie sie Kohle zerstampft. Also ihre Persönlichkeit ist in dem Film wunderbar herausgearbeitet, habe ich den Eindruck. Ja, und die ist extrem vielseitig, ist genau. einfach unglaublich. Ja. Ist mir erst beim zweiten Mal dann auch aufgefallen, dass auch jetzt, was wieder die Wirkungen der Forschung betrifft, da ist eine kleine Phase drin, da wird erzählt, was damals alles mit Radium verkauft worden ist, ja. Zahnpasta, grotesk, Seife, Creme, ja. Hautcreme ja. und so. Und das ist aber, da ist also ein Stück, wie soll man sagen, fast Marketinggeschichte mhm. und dann natürlich Wissenschaftsgeschichte, Nobelpreisgeschichte ist drin, Emanzipationsgeschichte. Eine faszinierende Persönlichkeit. Die wir dann entdecken können. Ja. Ja. Aber es ist unendlich viel. Also das in einem einfach so durchzuschauen, war ein bisschen anstrengend für mich am Anfang. Jedes Mal sind wir so, das war ja auch noch, mhm. die war ja noch bei Loie Fuller. Mhm. Die gibt es ja übrigens auch im Film, die Tänzerin. Die war nicht nur Wissenschaftlerin, die hat auch an Seancen teilgenommen. Das ist sehr interessant, ne? Obwohl sie immer darauf bestanden hatte, dass sie doch sehr wissenschaftlich und rational, ist. Ja. Rational, ja. Wunderbar fand ich auch die Szene, als Pierre Curie zurück aus Stockholm mit dem Nobelpreis gekommen ist und sie hat ihn... Wie sie dann Krach kriegen. Dann gab es einen Krach und sie sagte, du hast den Preis für mein Genie bekommen. Ja, ja, das sei übrigens noch lange, hätte es so gegolten, dass eigentlich Pierre Curie der Wichtige war. Das sagt die Satrapi in einem Interview, dass auch in Paris noch lange eine U-Bahn-Station gegeben habe, die lange noch Pierre Curie geheißen. Mhm.
gelassen hat. Dann ist also insofern auch Emanzipationsgeschichte, die ganze Sache mit der gleichwertig. Wissenschaft. Die waren gleichwertig. Ja, ja, aber wie sie gekämpft hat, um da überhaupt mal lehren zu dürfen und forschen zu dürfen. War sehr, sehr mutig und... Aber es ist auch eine andere Geschichte, spielt noch ein, was man heute Shitstorm nennt, wie sie dann nach dem Tod vom Pierre eine Liebschaft hatte. Das muss grauenhaft. Aber es kommt alles so in kleinen Fenstern. Das ist wahnsinnig vielfältig. Und alles wunderbar gearbeitet mit den Mitteln eines, ich glaube, in ungarischen Filmstudios hat sie da hinter sich gehabt. Und also wenn dann Liebesszenen sind, wird es plötzlich ganz lieblich, ganz hübsch, wenn sie im Gras liegt. Ja, also die Magie zwischen den beiden. Ja. Also ich würde jetzt nicht behaupten zwischen den Schauspielern, sondern zwischen den Figuren und das spürt man wörtlich. Genau. Zwischen den Eheleuten. Ja, ja. Ja. Sie macht ja keinen Liebesfilm. Sie macht wirklich fast protokollarisch, fast in stenografischer Knappheit, weil es stimmt ja nicht alles mit dem normalen, mit der wirklichen Biografie überein. Sie hat ja als Basis eine Grafiknovel gehabt und da wird dann die Liebes-, wie die sich kennenlernen und so Dinge sind da ein bisschen anders. Aber ich glaube, es geht darum, eben so ein breites Bild einer unglaublichen Persönlichkeit aufzustellen. Also der Film ist für mich faszinierend. Absolut. Und wunderschön gemacht. Und mit jedem Schauen mehr. Ja, ja, also. Ja. Tun wir beide, nimm du. Beide, Es gibt nur den hier. Aber wir sind beide genau. Für den Film. Schaut euch den Film an, nehmt euch Zeit, schaut ihn ein zweites Mal an.